Hallo, in diesem Video möchte ich über die Regressionsanalyse sprechen. Oder in dieser Videoreihe. Ich will es so ein bisschen einführend machen. Wie kommen wir dahin? Was ist das? Andere Wörter wie Kovarianz oder Korrelationskoeffizient will ich auch noch mit reinpacken. Damit das nicht einfach nur irgendwelche Formeln sind, die hingeklatscht sind, sondern damit man so ein bisschen den Gesamtzusammenhang ein bisschen mitkriegt. Dazu mal ganz am Anfang. Regressionsanalyse. Ich sehe dieses Wort und ich habe keine Ahnung, was es ist und stelle mir natürlich vor, haben wir in der Schule gelernt, dann nimm doch das Wort einfach auseinander, überleg dir, was ist Regression und was ist die Analyse. Deswegen steht hier oben noch die Regression. Was ist denn die Regression? Wenn ich jetzt weiß, dass Regression zum Beispiel der Rückgang von irgendetwas ist, dann weiß ich immer noch nicht, was die Regressionsanalyse ist. War für mich sehr schwer, deswegen ist, ich mag es zwar auch nicht, aber ich würde einfach sagen, wir lassen das Ding mit der Regression einfach weg und konzentrieren uns auf die Regressionsanalyse. So, und bevor wir jetzt viel tiefer reingehen, hier nur erstmal die ganz kurze Erklärung. Wir versuchen einen Kausalzusammenhang zu finden zwischen Messwerten. Das ist, was die Regressionsanalyse macht. Das Ergebnis einer Regressionsanalyse ist, wir haben hier Messwerte, ist eine Kurve, die ungefähr beschreibt, wie die Messwerte ausfallen würden. Oder das Ergebnis kann auch sein, es gibt keine Kurve. Das heißt, es gibt keinen Kausalzusammenhang. Was heißt das mit dem Kausalzusammenhang? Das heißt, ein Kausalzusammenhang ist, weil der Wert x hier ist, ist der Wert y hier. Nicht, beide sind zufällig, nur zufällig ist bei dem x-Wert auch der y-Wert, das ist es nicht, sondern weil dieser x-Wert vorhanden ist, gilt dieser y-Wert. Das ist, was wir versuchen mit der Regressionsanalyse zu zeigen. Und das Ergebnis werden wir eben wissen, die hängen irgendwie zusammen, zum Beispiel y ist gleich x minus 4 hoch 2, dann stellen wir fest, jetzt mal abgesehen davon, dass die Formel nicht reinpasst, was ich hier zeichne, dann können wir dazu eine Kurve zeichnen. Was bringt uns das? Das bringt uns, dass wir, selbst wenn wir Sachen, die wir nicht messen können, noch nicht messen können, gar nicht wissen, ob die überhaupt existieren, weil sie zum Beispiel, weil das x, was wir messen wollen, hier ist, aber wir können bis dahin gar nicht kommen, zieh mal den Dings hier weiter, dann können wir zumindest sagen, okay, es wird irgendwo da oben sein. Es wird irgendwo in einem Bereich hier oben, da oben sein, außerhalb des Bildschirms. Das ist das Ziel, was wir haben. Wo benutzt man das? Zum Beispiel, da gab es mal so ein schönes anderes YouTube-Video, was ich gesehen habe. Bei Marktanalysen scheint man das manchmal zu benutzen. Wenn du jetzt Preis und Nachfrage machst und du hast dann so, hier hast du zum Beispiel den Preis und hier hast du die Nachfrage. So ein bisschen schlampig. Und du probierst ein bisschen mit deinen Messwerten hin und her. Also variierst den Preis und guckst dir die Nachfrage an. Und stellst dann, hast jetzt halt hier ein bisschen weniger, als ich eben eingezeichnet habe, stellst dann fest, okay, bei dem Preis hier oben, da ist die Nachfrage nicht so, bei dem Preis hier ist sie halt so. Und du willst aber jetzt wissen, was ist die höchste, wann hast du die höchste Nachfrage mit dem besten Preis für dich? Dann kannst du jetzt sagen, okay, du weißt jetzt, die hängen irgendwie zusammen und du könntest jetzt eine Kurve zeichnen, die sieht so aus. Und davon nimmst du einfach hier den höchsten Wert, den Preis setzt du fest und du hast den besten Absatz. Das ist scheinbar so ein praktisches Beispiel, wenn man mal von Kurven zu Punkten sehen will. So, das soll erstmal die, ja, das ganz Grobe sein. Als nächstes kommen dann Videos wie kommen wir dahin und was darf man nicht durcheinander bringen.